speziell nicht zu mir. Das muss ja irgendwo Ursachen haben, ne? Und die Ursache nehme ich mal stark an. Natürlich jetzt gerade was gesagt, wo ich nur sagen kann, stimmt, ich sehe das genauso. Ich denke, es ist der schönste Zustand, wenn eine Familie zusammenhält. Wenn es nicht klappt, dann kann man meistens nicht mal unbedingt einen Vorwurf machen, sondern es ist eigentlich sehr schade, weil ich denke, jeder leidet sehr darunter. Ich habe euch vorhin gefragt, ob ihr überhaupt noch wert zum Beispiel. Christine, ihr beiden, wenn ihr so wenig sprecht, habt ihr Lust, euch mal dahin zu setzen, ihn auch vielleicht mit einzubeziehen, den Psychologen, und euch wieder kennenzulernen? Ja. Ich finde, das ist ein guter Weg und ein guter Anfang. Vielleicht kann man ja wenigstens paarweise da wieder was rauskitzeln. Birgit, bei dir in der Familie gibt es einen Störenfried, ne? Wer ist das? Das ist mein Sohn Stefan. Stefan, was genau tut er denn, dass du sagst, also er macht die Familie kaputt? Eddie, meinst du, ne? Ja. Nun sollten wir vielleicht erstmal aufklären, wer Eddie eigentlich ist. Kommt seinen väterlichen Pflichten nicht nach, lässt sein Kind und seine Ex-Frau sozusagen alleine mit den Problemen und den Schwierigkeiten. Ja. Mal am Beispiel Cornelia. Was, hast du da irgendein Beispiel, woran wir sehen können, er steht wirklich nicht oder stand damals nicht zu ihr? Ich würde natürlich jetzt auch erstmal. Ich würde gerne wissen, wenn er das wirklich getan haben soll. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Warum legst du dann Wert darauf, dass er Kontakt zu dem Kind hat? Weil. Also, Eddie, die Frage nochmal an dich. Hast du deiner Ex-Frau damals in den Bauch getreten, als sie. Der Vorwurf wurde aber von Jerome laut, dass Filme du immer nur was von ihm dafür willst. Bin ich gut genug, ja. Jerome. Ja, nicht zu wissen, ob man der Vater eines Kindes ist, ist ebenfalls ein Zeichen dafür, dass Vertrauen den Bach runtergegangen ist. Ich begrüße jetzt meine nächsten Gäste. Hallo Roger und hallo Susanne. Ich finde, man muss nicht große Augen im Kopf haben und nicht mal besonders gut sehen können, um zu erkennen, dass ihr es gemacht habt. Ganz genau. Dieser Punkt, Vaterschaftstest, genau den hatten wir natürlich auch schon im Auge und im Kopf. Und genau deshalb haben wir einen Stimmen auch im Publikum. Sie hatten auch schon was, was Ihnen die ganze Zeit auf der Seele brannte, ne? Ja, ich wollte mir den Vorgänger, der da gesprochen hat, anschließen. Das ist eine Kinderei, die hier vorne sich abspielt. Roger, ich möchte mal ganz kurz was sagen. Eine Sache ist. Ihr müsst den Sack abschneiden. Eberhard, halt jetzt mal die Klappe, und ihr bitte. Und ihr die. Jetzt gehst du mal bitte. Da wirst du einen Halbzahn stecken. Ja, komm doch. Eberhard, gehst du mal bitte raus einen Augenblick. Das ist nicht auszuhalten sonst. Zwei Minuten. Vielen Dank, dass du da warst. Entschuldigung, ich musste deinen Vater mal ganz kurz rauswerfen. Es ist so viel Streit uns hier. Ich finde, es ist eine Sache in diesem ganzen Streit gerade eben untergegangen. Ich habe nämlich Lars eben gefragt, das hat gar keiner gehört, glaube ich, ob er eigentlich Adoptionsgedanken hat, weil er liebt das Kind. Deine Entscheidung haben, sehr schön. Immer wieder. Und ein schönes Thema erwartet uns heute. Denn heute heißt es, liebst du mich, dann ändere dich. Und auch Elke möchte, dass ihr Mann sich ändert. Allerdings ist sie dabei nicht ganz uneigennützig. Tatsächlich sehr unterschiedliche Definitionen vom Flirten. Wenn du sagst, Flirten tut's deine Beziehung zu ihm schon. Hm. Ja, ich würde natürlich gerne mal hören, was er dazu zu sagen hat. Also wollen wir den rasend Eifersüchtigen doch mal hereinbitten. Herzlich willkommen, Louis. Ganz grundlos. Wie kannst du denn jetzt einfach behaupten, dass das alles nicht so schlimm ist? Irgendwo muss ein gewisses Vertrauen da. Aber. Zu euch komme ich gleich. Was ich höre, ist, dass du ihr so ein bisschen unterstellst, dass sie nicht so ganz sauber ist. Überall verstreuen. Aber du sagtest gerade, du hast ganz klar Paroli geboten, sozusagen. Nee. Und ich meine, wie hast du reagiert, als du es mitbekommen hast? Ich habe ihn zur Rede gestellt, ich habe gefragt, ob das stimmt, und er hat es auch gleich zugegeben. Hm.